Fulda gegen... So, hallo, wir kommentieren hier mal das Achtelfinale von Lord Black gegen Daruki. Lord Black ist hier mit dem Hexer unterwegs gegen den Paladin. Das Turnier hat in Flensburg stattgefunden. Das war das erste Barstone Live Event, das wir hier hatten. Und Lord Black hat hier den ersten Zug. Hat eine brauchbare Hand. Direkt der Lepra-Gnom, damit wissen wir wahrscheinlich, ist ein Rasch-Paladin. Gar nicht so einfach. Hier kommt direkt das Fehlplay. Ich glaube, das Nerubische Ei wäre besser gewesen. Für der Wookie kommt jetzt die Traumkarte, der Beschützer. Den wird er sicherlich spielen. No, jetzt sehen wir den Messer-Jongleur, der uns gerade auch nicht wirklich weiterhilft. Boss, das Wichtelgang wird wohl richtig sein. Und ins Face. Da kommt die Weihe. Board Clearing. Direkt Ruf zu den Waffen. Ja, das sieht schon nicht gut aus hier. Für Lord Black. Messer-Jongleur und das Ei. Fail-Play, die Spinne wäre wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Glück mit dem... Hat Lord Black ein bisschen Glück mit dem Messer-Jongleur. Na, da kommt der Rüstmeister. Verdammniswache bringt uns gerade noch nicht nach vorne. Wichtel-Explosion braucht mindestens 3. Da kommt der Fehler. Unglücklich. Damit können wir das Board nicht aufräumen. Ja. Genau. Board Leon. Da kommt der zweite Messer-Jongleur. Spinne, Weihe, Gleichheit. Das sieht für der Wookie sehr gut aus hier. Hat kompletten Board-Clear auf der Hand. Hat 5 Karten. Gut gespielt. Danke. Board getiert, keine Karten. Doppelte Gleichheit und
das beendet das wohl. Da kommt die Gleichheit. Der Meta-Jongleur. Und dann ist das Spiel gelaufen. Den Faith. 16 Faith. Macht er nicht mal. Melde mich zum Dienst. So, wir können nochmal kostenlos eine Karte ziehen. Aber das ist genau die Karte, die wir nicht haben wollten. Nochmal 3 Damage, das bringt uns jetzt nicht mehr voran. Oh, 1, 2, 3, 6 Damage ins Face und da kommt die Waffe. Damit gewinnt Dao die Runde ein. Gut gespielt. Melde mich zum Dienst. Achso, okay. Das ist so, Daruki führt hier 1-0. Mal gucken, für welche Klasse Lord Black sich hier entscheidet. Gegen den Paladin. Der Krieger. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, sehr starke Hand. 6, 5, 8, 5. Daruki hat eine Traumstarthand. Lord Black wird hier alle 4 Karten tauschen. Mal gucken, was wir Schönes bekommen. Immerhin eine Axt dabei. Ansonsten ausbaufähig die Hand. Lord Black ahnt dann Schicksal schon hier. Ja, da kommt direkt die Spinne. Vermute ich mal. Ja, genau. Lord Black rechnet jetzt wahrscheinlich nicht mit dem wegen der Angriff. Er hat eigentlich wenig gespielt, die Karte, aber die tut verdammt weh in diesem Moment. Plus 4. Nicht mit Gottesschild. Unangenehm. Ja, wir haben die Möglichkeit, die vorherige Kriegsachse mit den 2-2 rauszunehmen. Die Weihe. 8. 10. 10 Damage ins Face. Auf in die Schlacht, Mane! Entscheidet sich dagegen und spielt nur die Unteroffiziere. Melde mich zum Dienst. Der Manipulator hilft uns hier auch nicht weiter. Der Schlitz. Doppelt Weihe wieder. Das übliche Problem. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Messerjungler, ruchloser Unteroffizier. Dann stirbt der Schlickspucker direkt. Melde mich zum Dienst. Und der Messerjongleur trifft auch noch genau den richtigen. Schwierig. Sehr schwierig hier, was mit dem Krieger anzufangen.
Schildschlag. Fehlplay. Der Messer-Jungler wäre das richtige Ziel gewesen. Wir sind jetzt in Runde 6 angekommen und haben noch 12 Leben. Die Schildmaid kommt zum richtigen Zeitpunkt, aber ich bin hart im Nehmen. Schauen wir uns das mal an. Weihe an sich finde ich zu früh gegen die Schildmaid. Melde mich zum Dienst. Das Licht beschützt mich. Er entscheidet sich doch dafür. Krabbler und Spinne. Ah, okay. Verdammt. Ja, GG würde ich sagen. 9 Leben nach. Bei 5, 6, 7 Damage auf dem Board. Nichts zum Verteidigen. Das dürfte es gewesen sein. Kein Scharmützel, kein Schildblock, keine Schildmaid. Das dürfte es gewesen sein hier. Ich frage mich ob. Spätestens in Runde 9. Der Akolyt. Hilft auch nicht mehr momentan und da kommt die Waffe und damit war es das. 4, 7, 8, 9, 10, 11 Damage. Gut das war's. Gut. Lord Black zieht jetzt noch Baron Geddon, den hätte man eine Runde früher ziehen sollen, das hätte ungemein geholfen. Aber so ist das Spiel. Dauki geht verdient ins Viertelfinale.